Bewegung ist ein natürliches Bedürfnis aller Kinder und sie ist ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Entwicklung. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg setzt sich für eine gesunde Entwicklung durch Kinderturnen von Geburt bis zum 10. Lebensjahr ein. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg und der Badische und Schwäbische Turnerbund haben die Stiftung 2007 gemeinsam gegründet. Ja, wir wissen aus vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass motorische Entwicklung von Kindern und geistige Entwicklung im Einklang steht, also einander bedingt. Und insofern wollen wir durch die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg die motorische Entwicklung unserer Kinder vom Babyalter bis zum jugendlichen Alter unterstützen, sodass die geistige Entwicklung gefördert wird. Früher war es ja so, dass die Kinder auf dem Bauernhof groß geworden sind, draußen rumgerannt sind und vieles quasi automatisch gemacht hat. Das kann man heute nicht mehr annehmen. Insofern wollen wir den Eltern, auch den Erziehern und den pädagogischen Begleitern der Kinder Anregungen geben, dass die motorische Entwicklung als Basis für die geistige Entwicklung entsteht und quasi somit die Jugendlichen in Baden-Württemberg in Bewegung kommen. Mehr Bewegung im Alltag von Kindern. Um dieses Ziel flächendeckend im ganzen Land umzusetzen, ist eine Bewusstseinsveränderung in unserer Gesellschaft notwendig. Und die Bündelung von Wissen und Ressourcen. Im Rahmen von Kinderturnen on Tour und der Kinderturnwelt in der Wilhelma wird den Kindern auf spielerische Weise der Spaß an Bewegung vermittelt. Sie begeben sich auf eine fantasievolle Entdeckungstour, kombiniert mit Bewegungsformen aller Art. Tiere sind das Vorbild. Sie animieren zur Bewegung, indem die Kinder zum Beispiel hangeln wie die Affen. Neben den körperlichen, sozialen und psychischen Fähigkeiten werden auch die geistigen Fähigkeiten gefördert. Kinder haben natürlich einen Bewegungsdrang und dadurch, dass sie sich bewegen, lernen sie, ihre Motorik in den Griff zu bekommen. Sie lernen unglaublich viele Bewegungsmuster. Diese Muster sorgen auch dann für das Training höherer geistiger Muster. Bewegungen legen also die Grundlage für höhere geistige Leistungen. Und deswegen braucht es strukturierte Bewegungen, damit auch der Geist später strukturiert ist. Die Grundlage für eine gesunde Entwicklung wird schon in den ersten Lebensmonaten gelegt. Deshalb möchte die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg Eltern schon kurz nach der Geburt ihres Kindes für ausreichend Bewegung sensibilisieren. Der TV-Ratgeber Babys in Bewegung gibt allen Eltern Tipps, wie sie die gesunde Entwicklung ihrer Kinder durch Bewegung unterstützen können. 20 Folgen stehen im Internet unter kinderturnstiftung-bw.de oder unter spaderwelt.de kostenlos zur Verfügung. Eine qualitative Ausbildung von Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen ist weiterer Teil des Engagements. Zum Beispiel bei der Erzieherinnenausbildung mit dem Projekt Bewegter Kindergarten. So soll es ermöglicht werden, Bewegung für Kinder bereits an grundlegenden Stellen zu integrieren. Wir wissen aus unseren Forschungsarbeiten, dass die Kinder deutliche Probleme haben hinsichtlich ihrer Motorik. Wir wissen auch, dass sie viel weniger aktiv sind als frühere Kindergenerationen. Und deshalb braucht man solche Stiftungen, weil Staat alleine kann es nicht leisten, jetzt alle diese gesellschaftlichen Aufgaben zu erfüllen. Und von daher gesehen ist es unglaublich hilfreich, wenn Stiftungen hier einspringen können. Und die Kinderturnstiftung macht hier eine sehr, sehr gute Arbeit. Wichtigstes Projekt der Stiftung ist die Kampagne Bewegte Kommune Kinder, mit der die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg alle 1101 Städte und Gemeinden im Land anspricht. Gemeinsam mit den Partnern der Stiftung sowie den Kommunen und vor allem den Turn- und Sportvereinen vor Ort wird ein Netzwerk aufgebaut mit dem Ziel, für alle Kinder die Bewegungswelt nachhaltig zu verbessern. Bewegung von Kindern beginnt in den Köpfen der Erwachsenen. Ziel ist es, das Bewusstsein hin zu mehr Bewegung im Alltag von Kindern zu verändern. So soll allen Kindern eine motorische Grundlagenausbildung durch Kinderturnen ermöglicht werden. Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg. Wir bringen Kinder in Schwung.